diesem Video geht es rund um das Thema Pferd scheren. Hi, mein Name ist Dennis, ich bin Mitarbeiter bei eHorses und heute nehme ich euch mit in den Stall. Aktuell bin ich noch im Büro, wir treffen uns jetzt gleich bei den Pferden. Dort zeige ich euch alles, worauf zu achten ist, wenn ihr euer Pferd scheren möchtet. Gleichzeitig machen wir auch einen Produkttest. Wir treffen uns am Stall. Als erstes stelle ich euch das Modell die Bonum vor. Die gibt es einmal in Rot und einmal in Blau. Wir haben Blau gewählt und ich werde die mit euch gemeinsam auspacken. Das ist die Schermaschine. Dazu passend natürlich das entsprechende Akkugerät. Ganz wichtig, diese Variante hat zwei Akkus. Dann kann man auch während des Scherens das zweite Akku gleichzeitig aufladen. Und ganz wichtig, natürlich das Öl für die dementsprechende Schermaschine und die Scherblätter. Für den Feinschliff und die wichtigen Konturen haben wir die Durati Pro Ride. Die ist deutlich kleiner, auch als Akku erhältlich, mit dem entsprechenden Netzteil und auch wieder dem Akkuladegerät. Da sind auch wieder zwei Akkus dabei, sodass das eine zeitgleich immer wieder aufgeladen werden kann. Zusätzlich zu dieser Option gibt es sogar noch beim Netzteil verschiedene Anstecker. Wenn ihr international unterwegs seid, gibt es da jede Möglichkeit. Dann haben wir natürlich die kleine Schermaschine, die super handlich und extrem leicht ist, über 3 Stunden Akkulaufzeit und natürlich wieder das entsprechende Öl, um das Scherblatt schön langlebig zu erhalten. Also Freunde, wir müssen natürlich erstmal einiges vorbereiten. Ganz wichtig ist die Position, wo ihr überhaupt euer Pferd scheren wollt. Denn es sollte eine Position sein, wo das Pferd sicher steht, wo es sich wohlfühlt und wo ihr genug Platz habt. Das ist ganz wichtig. Deswegen machen wir das immer hier bei uns in der Stallgasse. Die anderen Pferde stehen direkt daneben, sodass sich das Pferd auch wohlfühlt. Und man hat hier auch die Möglichkeit zu rangieren. Das heißt, wenn sich das Pferd doch mal erschreckt oder so, kann man schnell aus dem Weg gehen. Des Weiteren sind noch einige Sachen im Vorfeld zu beachten. Ganz wichtig tatsächlich, was oft viele vergessen, beide Akkus sollte man im Vorfeld aufladen, denn dann ist man gut vorbereitet. Oft kommt ja doch die Situation, dass man ganz spontan scheren möchte und dann vielleicht die Akkus nicht startklar sind. Deswegen immer vorher beide Akkus einmal aufladen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Decken bereit liegen, denn nach dem Scheren wird den Pferden natürlich schnell kalt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr da auch gut vorbereitet seid und die passende Winterdecke parat habt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist tatsächlich auch die Kleidung des Scherenden. Und zwar bin ich ja heute der Tester hier. Ich habe da tatsächlich immer eine ganz normale Reithose an, die schön eng anliegt. Festes Schuhwerk ist auch ganz wichtig, denn ihr seid ja die ganze Zeit in der Nähe des Pferdes. Unser Pferd hat auch 4 Eisen, deswegen ist es umso wichtiger, dass man festes Schuhwerk hat. Und vielleicht ganz wichtig, dass man eine passende Jacke anhat, die sehr abweisend ist. Das heißt, wo auch kein Stroh und Heu dran hängen bleibt. Denn wenn ihr so einen Stoff benutzt, wie zum Beispiel so eine Fließjacke, dann habt ihr das Problem, dass ihr später aussieht wie ja, der Yeti oder ein Bär, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden ziemlich viele Haare ja gleich fliegen. Deswegen ist dieses Outfit eigentlich dafür ideal. Soweit alles vorbereitet ist und ihr auch entsprechend gutes Licht habt, denn ihr müsst das Pferd natürlich auch sehr gut sehen können, damit die Rasur später schön aussieht, dann können wir starten mit der Pferdevorbereitung. Das ist Samurai. Samurai ist heute das Pferd, was wir scheren möchten. Er ist ein Westfalenwaller von Sir Donnerhall. Absolutes Dressurpferd, vielleicht für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen. Sir Donnerhall ist auch immer dafür bekannt, dass die ein bisschen verrückt sind. Deswegen müssen wir das gleich mit ihnen mit schön Geduld machen. Und dann geht's los und das zeigen wir euch aber jetzt. Erstmal müssen wir ihn schön sauber machen.
Jetzt haben wir ja zwei verschiedene Größen. Samurai ist startklar, wir haben den schön sauber gemacht, hat die Abschutzdecke schon drüber. Und jetzt wollen wir beginnen. Und die Pferde finden natürlich das Geräusch ein bisschen unheimlich. Deswegen sollte man immer ein bisschen im Abstand schon mal die ein oder andere Schermaschine starten. Denn er findet die natürlich jetzt schon sehr aufregend. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich jetzt mit Geduld ganz langsam nähert, damit es zu keinem Unfall kommt. Starten wollen wir einmal mit der Esculap, mit der großen. Denn damit machen wir jetzt erstmal die Grobstruktur und die ganze Rasur. Und dann haben wir ja am Ende noch die kleine für die Detailaufgaben. Samurai weiß Bescheid, es geht jetzt gleich los. Und ich starte tatsächlich immer, ich habe die jetzt extra nochmal ausgemacht, ich starte tatsächlich immer hier im Schulterbereich. Denn hier ist eigentlich die sicherste Position, auch für mich als Person. Denn Pferde treten natürlich gerne mal nach hinten aus oder auch nach vorne. Und hier an der Seite hat man auf jeden Fall Platz, dass für den Fall, dass er das komisch findet, dass ich zur Seite gehen kann. Heute hampelt er gar nicht rum. Wichtig ist es tatsächlich auch, dass man versucht, immer schön lange Bahnen zu ziehen, dass man auch diese gleichmäßige Fläche hat und die dann natürlich immer leicht überlappt, sodass in der Mitte nicht stehen bleibt. Um die Lebensdauer des Scherkopfs, vor allem der Scherblätter, zu verlängern, ist es wichtig, dass man es auch regelmäßig ölt. Und das musst du wirklich während des Scherens machen. Ich mache das eigentlich immer alle 10 Minuten, das ist ganz wichtig. Denn so hat das nicht nur die schmierende Funktion, sondern kühlt die Scherblätter auch ab. Die werden nämlich schon ziemlich heiß, wenn man so ein großes Pferd scheren muss. Hier ist bei den Pferden tatsächlich eine ganz besondere Stelle, denn der Haarwuchs und die Richtung des Haarwuchs, die ist sehr unterschiedlich. Also es geht einmal nach hier, einmal nach da, dann kommt es von hier oben und hier im Bauchbereich ist es meistens so ein bisschen von unten. Und man sollte immer schauen, dass man quasi in dieser Bewegung schert. Hier geht es natürlich in alle Richtungen, deswegen schaut man wirklich, dass man immer so ein bisschen diese kreisende Bewegung hat, damit auch alles schön gleichmäßig abgenommen wird. Ein weiteres Thema ist die Sattellage. Die soll ja immer bestehen bleiben, damit sich hier im Sattelbereich keine Druckstellen und Scheuerstellen bilden. Da ist es tatsächlich auch ganz wichtig, dass ihr einen Schnitt macht und versucht, die Linie quasi komplett durchzuziehen. Was mein kleiner Tipp vielleicht an dieser Stelle ist, viele machen hier das wirklich bis zum Widerriss alles ab. Ich lasse diese Position stehen, denn hier schwitzt das Pferd sehr, sehr wenig. Und wenn dann auch mal die Schabracke hier ein bisschen drauf rumrutscht, ist das nicht schlimm, weil hier passiert dann nichts. Deswegen sollte man das immer hier ein bisschen mehr stehen lassen. Und generell glaube ich in der Sattellage immer lieber ein bisschen mehr stehen lassen als zu wenig. Denn sonst hat man am Ende vielleicht hier hinten zum Beispiel Druckstellen. Eine weitere schwierige Stelle ist tatsächlich hier zwischen den Beinen, denn oft ist hier auch die Haut so ein bisschen im Überschuss und wenn man hier in so eine Kante reinschneidet, dann verletzt sich das Pferd. Deswegen hilft hier tatsächlich immer eine zweite Person, die dann zum Beispiel den Huf nimmt und den nach vorne zieht, denn so zieht sich da auch die Haut lang und dann kann man hier an dieser Stelle das schön rausschneiden. Und ein wichtiger Tipp ist tatsächlich die Rasur hier an der Mähne. Wichtig ist natürlich, dass ihr erstmal auf einer Seite alles rüberkämmt und auf gar keinen Fall so die Mähne schneiden. Denn so nimmt ihr hier diese Unterwolle komplett raus und die Hälfte der Mähne ist weg. Deswegen müsst ihr hier immer schauen, dass ihr immer von oben anfangt und so quasi die Mähne schneidet. Also immer von oben nach unten. So habt ihr dann hier später auch eine ganz saubere Linie und so bleibt die schöne Mähne, die Samurai hat, auf jeden Fall bestehen.
zwei schwierige Stellen am Pferd sind definitiv die Beine und der Kopf, aber das sind auch zwei Positionen, die gar nicht unbedingt nötig sind zum Scheren. Das ist tatsächlich so ein bisschen Geschmackssache und ob man das gerne möchte, dass das alles schön gleichmäßig ist oder ob man zum Beispiel hier ab der Ganasche quasi das Fell stehen lässt. Das kann man eigentlich individuell entscheiden. Dafür eignet sich natürlich so eine kleine Schermaschine. Die ist auf jeden Fall schon mal deutlich leiser und damit kann man auf jeden Fall auch diese saubere und diese sehr feine Struktur, die am Kopf zu finden ist, schön ausscheren. Dann für die ganz Mutigen unter euch, guckt euch Samurai an, der oder diejenigen können tatsächlich sich sogar so eine Scherschablone holen und verschiedene Muster machen. Samurai ist da jetzt nicht so ein Fan von, ich auch nicht, aber ich werde euch das einmal anhand des Sterns zeigen, wie ihr das sehr gut auch mit der kleinen Maschine hinbekommt. Schaut mal, das ist doch sowas Ähnliches wie ein Stern. Von Kopf bis Huf, jetzt ist Samurai komplett geschoren. Wir haben alles hinbekommen. Vorne ganz wichtig, wie ich schon erwähnt hatte, die Tasthaare stehen lassen. Aber über den Kopf hat er sich auch sehr schön scheren lassen mit der kleinen Maschine. Dann natürlich über den Körper. Die Sattellage haben wir auch freigelassen. Und an den Beinen durften wir auch dran, aber da sind Pferde sehr empfindlich, deswegen da immer wirklich aufpassen. Er hat sich wirklich sehr, sehr vorbildlich benommen. Jetzt ist natürlich noch ein ganz wichtiges Thema, das Eindecken. Aktuell hat er noch die Abschwitzdecke drauf, die kann aber natürlich hier draußen nicht aufbleiben, denn unsere Pferde kommen wirklich das ganze Jahr über auf die Wiese und deswegen ist es wichtig, ihn einzudecken. So, jetzt habe ich ihn eingedeckt mit der Rugby Ice Protect 300 Gramm. Das ist ganz wichtig. Die verschiedenen Füllmaterialien gibt es ja in 100 Gramm, 200, 300 und so weiter. Wir beginnen nach dem Scheren immer mit 300 Gramm. Wir haben jetzt Anfang November und da passt das eigentlich ganz gut. Ganz wichtig ist es natürlich, wo ihr wohnt und wie da eure klimatischen Verhältnisse sind. Wenn es natürlich schon deutlich kälter ist, könnte man vielleicht mit einer dickeren Decke arbeiten. Bei uns ist es so, dass die 300 Gramm auf jeden Fall ausreicht jetzt erstmal. Und für die wärmeren Tage, die jetzt im Herbst noch anstehen, haben wir noch eine zusätzliche 100 Gramm Decke. Dann können wir das nochmal über Tag tauschen. Aber in der Nacht und jetzt bei so kalten Temperaturen wie heute, bei knapp unter 10 Grad, dort haben wir dann die 300 Gramm Decke auf. Samurai ist auf jeden Fall jetzt bereit für die Winterarbeit. Wir haben ihn geschoren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einige Tipps mitnehmen. Und seid auf jeden Fall vorsichtig beim Scheren. Alle Produkte, die wir genutzt haben, sind natürlich in der Infobox verlinkt. Samurai hat jetzt auf jeden Fall seine Zeit auf der Wiese verdient. Wir lassen ihn jetzt auf der Wiese und dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für die neuen Videos. Bis dahin, ciao.